Ey Leute und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. So ja Leute, was will ich heute auch zu diesem Video machen? Wie ihr ja gehört habt oder ich hab's euch ja nicht gesagt, vielleicht wisst ihr es ja trotzdem. Ich war auf der Gamescom, hauptsächlich für euch. Ich wollte halt dort auch mal so die Spiele ausprobieren und so weiter. Mit dabei ist jetzt auch noch der Stevie, der ist jetzt kurzfristig dazugekommen, der darf jetzt mal Hallo sagen. So, ich erkläre euch heute mal ein bisschen mehr zu Advanced Warfare. Ich denke, das interessiert euch auch sehr, dieses Spiel. Weil viele ja sehr gespannt sind, ob das ein gutes Call of Duty wird oder nicht. Ich will jetzt meine Vorurteilsschlüsse nicht spielen. Wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht so lange gezockt. Im Hintergrund habe ich jetzt, spiele ich hier Battlefield 4. Aber das ist jetzt auch nicht so Hammer, das Gameplay hier. Und ja, ich wollte euch dann halt auch einfach mal so sagen, wie Advanced Warfare halt so ist. Vielleicht habt ihr auch schon viel bei den etwas berühmteren YouTuber hier so reingeguckt. Aber ich kann euch soweit sagen, das ist ein Call of Duty, wo ich mir auf jeden Fall wieder kaufen werde. Was ich bei Ghost ja auch gesagt habe, dass ich mir es ausprobieren möchte. Bloß bei diesem Spiel bin ich mir sehr sicher, dass es ein richtig geiles Spiel wird, weil es eigentlich mit der richtigen Reihe von Call of Duty nicht mehr so viel zu tun hat. Es sind zwar so kleine Spuren von Call of Duty natürlich, von den alten Call of Duties, das war ja klar, okay. Das war wahrscheinlich allen klar, dass das kommt. Aber so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ein richtig geiles Call of Duty. Was mir am besten gefällt, ist, dass man so wie bei Titanfall, wenn ein paar Leute das kennen, das Spiel, kann man halt auch so hochspringen. Das ist halt richtig nice bei diesem Spiel. Ich kann nur eins sagen, wir werden uns wahrscheinlich alle wieder freuen auf dieses Call of Duty. Kill-Serien gibt es immer noch. Und warum snipet denn hier jede Sau, Mann? Hier, du Hurensohn. Oh, meine Fresse. So, das tut mir jetzt mal kurz leid. Wie gesagt, Advanced Warfare, oh, ich denke, wir werden uns alle wieder drauf freuen. Es wird ein Call of Duty, was wieder sehr spannend wird und uns auch wieder, wie gesagt, es ist eine neue Reihe von Call of Duty und zwar etwas ganz Neues. Und, ich freue mich echt drauf, dass dann bald endlich die Dings kommen und dann auch noch die Weihnachtsnoobs. Es wird dann richtig lustig. Und wie gesagt, Leute, wir freuen uns, glaube ich, alle drauf auf das neue Call of Duty und wir hoffen, glaube ich, auch alle, dass das neue Call of Duty nicht wieder so schlecht wird wie die letzten Call of Duties. Wir wissen ja, dass Activision es ziemlich verkackt hat mit den letzten Call of Duties, also sozusagen, wie hießen sie jetzt nochmal, Call of Duty Ghost, da haben sie es ja richtig verkackt. Ich meine, da ist, ich glaube, das haben sogar selbst die Activision-Leute zugegeben, dass sie es da richtig verkackt haben. Und, ich meine, über Call of Duty Ghost müssen wir jetzt so weit mal erstmal nicht mehr reden. Weil dieses Spiel hat mich, Nerven gekostet und ihr habt ja gesehen, ich wollte für euch auch bei Call of Duty Ghost eigentlich mehrere Videos machen, aber Call of Duty Ghost ist nicht das Spiel, was ich unbedingt gerne so zocke. Und deswegen habe ich das auch nicht weiter gemacht, die Videos. Und ja, wie ihr seht, ich mache im Moment mehrere Informationen, Let's Plays. Das ist, weil ich jetzt im Moment ein bisschen mehr aktiv bin auf dem PC. Natürlich auch noch auf der PlayStation. Und bald auf der Xbox One, denke ich mal. Ja, Battlefield Hardline. Ihr wisst, Leute, ich zocke Battlefield 4 gerne. Zu Battlefield Hardline kann ich so direkt nichts weiteres sagen, weil ich das zwar auch dort gezockt habe, aber so sagen kann ich zu diesem Spiel jetzt nicht viel. Ich kann nur eins sagen, ich denke, wir werden uns auf dieses Battlefield wieder freuen. Ich meine, in den letzten Jahren hat sich Battlefield sehr verbessert. Okay, Battlefield 4 ist jetzt nicht das beste Battlefield, wo sie je rausgebracht haben. Aber meine Meinung ist, dass Battlefield 4 nicht das schlechteste Battlefield ist. Und Battlefield Hardline können wir uns auf jeden Fall auch drauf freuen. Und ich freue mich auch schon darauf, aber
Ich freue mich jetzt erstmal auf Advanced Warfare und ja, wie gesagt, Leute, ich freue mich richtig auf dieses Spiel und hoffe auch, dass es jetzt bald rauskommt. Ich weiß nicht, warum ich hier die ganze Zeit sterbe, ich verstehe es auch nicht. Also, wie gesagt, Leute, ich rede hier schon die ganze Zeit um den heißen Brei herum. Wir werden uns alle sehr, sehr freuen auf Battlefield sag ich schon, auf Battlefield Hardline auf jeden Fall auch, ja. Aber ich glaube, wir werden uns auch wieder auf das Call of Duty freuen. Also an alle meine Call of Duty-Freunde oder an alle Call of Duty-Zocker, kauft euch Advanced Warfare. Das Spiel wird wieder richtig nice. Und ja, freut euch einfach drauf, Leute. Freut euch. Weil, ich freue mich auch schon richtig drauf. Und ja, natürlich, die Weihnachtsnoobs werden natürlich wieder die schönsten Noobs. Das ist natürlich wieder klar. Und ja, ich werde mir es natürlich gleich am ersten. Ich habe mir es natürlich schon vorbestellt. Ob ich mir für den PC holen werde, das ist natürlich eine schwere Frage. Das heißt, also ich werde die Elgato wieder auspacken. Und vielleicht hole ich mir auch das neue Update, also die neue Elgato. Wo ist denn dieser behinderte Sniper, Mann? Oh, das regt mich gerade so richtig auf. Sorry, Leute. An der Stelle. Und da freue ich mich bestimmt auch drauf. Ja, ich werde gleich wieder weggesniped. Ich hab's verstanden. Danke, du Hurensohn. Was? Nochmal was? Ja, Advanced Warfare ist auf jeden Fall für die PS3 da. Das spiele ich auf jeden Fall nur auf Konsole, weil was anderes jetzt bei mir so richtig gar keinen Sinn machen würde. Ich tu mal. Shooter Games auf PC, okay, Battlefield sage ich ja, auf jeden Fall, weil ihr wisst vielleicht alle noch nicht, was mal hier bei Battlefield passiert ist, aber dafür kommt mein Informationsvideo, wo ich euch das dann erklären kann. Aber jedenfalls nochmal zu Advanced Warfare. Wir werden uns alle auf dieses Spiel freuen. Auf jeden Fall. Weil dieses Spiel Hammer ist. Muss ich echt sagen. Ich will es nicht zu früh so arg loben. Aber meine Meinung dazu ist, dass dieses Spiel super ist. Und für meine Meinung ist das Spiel richtig genial. Und endlich mal wieder, glaube ich, ein Spiel, wo ich nicht so arg ausrasten muss. Und ich denke, da freut euch doch alle drauf. Und ja, ich kann nur eins sagen, freut euch auf dieses Spiel und dann von meiner Seite guckt euch jetzt noch das Video zu Ende und dann sage ich euch zwischendurch, da ich noch immer noch ein bisschen sowas zu Advanced Warfare. Ja, wie gesagt, bei Advanced Warfare auch ein Haufen neue Waffen. Und Waffen, auf die wir uns auch wiederum freuen können. Was ist denn jetzt gerade los, Mann, du Behinder... Oh, ich bin ganz ruhig, Leute. Chill easy, Mann. Chill. Chill, Markus, Mann. Und wir werden uns auf jeden Fall drauf freuen. Und ich sag dazu auch noch, freut euch drauf und dann... Ich recke zwar die ganze Zeit nur ab, aber ich hoffe, das ist euch jetzt nicht so... Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch. Kann es sein, dass ich hier Hardcore oder sowas spiele? Das ist echt. So, dann ist Stiebe ist jetzt auch weg dann. 3 Kills brauchen die Gegner noch. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so richtig Bock hier überhaupt aufs Spielfeld zu gehen. Aber Hardscopen wir hier halt noch ein bisschen. Ach so. Das war's dann auch von meiner Seite und dann sage ich auch noch Tschüss, Leute.